Moin YouTube, liebe Messerfreunde, willkommen zu einem neuen Video von mir. Der ein oder andere von euch, der mir auf Facebook oder Instagram folgt, wird es vielleicht mitbekommen haben. Ich befinde mich im Moment auf einer Suche nach passenden EDC-Gegenständen zu meiner neuesten Uhr hier, der Ebel Discovery in Bronze. Ich habe da auch schon ein bisschen was gefunden. Kleiner Teaser, es kommt ein Video zu diesen beiden Taschenmessern, die ihr hier am Rande liegen seht, ein Vergleichsvideo. Dann hat mich vor, ich glaube, jetzt sind es 1,5 Wochen, 2 Wochen her, der Onno Roland angesprochen, ob er mir nicht ein Messer vorbeischicken kann, von dem er der Meinung ist, dass es perfekt zu der Ebel passt. Und wenn ihr mehr über dieses Messer wissen wollt, dann bleibt doch einfach dran. Willkommen zurück. Ja, vielen Dank nochmal, lieber Onno, dass du da sofort an mich gedacht hast und mir dieses Messer wenige Tage nachdem du es erst selbst erhalten hast, sofort wieder weitergeschickt hast, um es mal auszuprobieren und auch mit der Ebel zusammen zu tragen. Um was für ein Messer handelt es sich nun? Es ist ein ganz besonderes Messer, nämlich ein Custom Taschenmesser von einem jungen deutschen Messermacher, dem Oliver Weber aus Rostock. Und der Oliver firmiert sozusagen unter dem Namen OW Knives, also für Oliver Weber. Und der macht seit einer ganzen Zeit schon Messer selbst und jetzt eben auch seit einiger Zeit Taschenmesser. Und das macht er sehr, sehr gut. Es gibt da inzwischen verschiedene Modelle von ihm, die werden, ich bin mir nicht sicher, ob exklusiv, aber zurzeit beim Messerdepot von Sven Kienast angeboten. Da kommen immer mal so eine Handvoll Messer in den Shop und sind normalerweise innerhalb von Minuten auch gleich wieder ausverkauft. Und das hat natürlich seinen Grund. Denn die Qualität dieser handgemachten Taschenmesser ist wirklich beeindruckend. Und der Oliver, der ist eben nicht jemand, der schon verschiedene Maschinen bei sich rumstehen hat und damit die Messer macht, sondern da wird fast alles von Hand gemacht. Und das Kuriose, es findet bei ihm zu Hause in der Küche statt. Großes Kompliment an seine bessere Hälfte. Ich glaube, die meisten hätten da was gegen, wenn jemand in der Küche sich eine Messerwerkstatt einrichtet. Ich mag da gar nicht dran denken, wie das Ganze dort riecht, wenn der Oliver irgendwie Mammut verarbeitet für die Schalen bzw. die Griffe seiner Messer. Jetzt aber zu diesem besonderen Modell. Der Oliver war sich nicht ganz im Klaren, wie er sein Messer nennen sollte und hat das Ganze wohl auch mit dem Sven besprochen. Und wer den Sven kennt, der weiß, dass er auch eine Messerlinie hat mit ganz verschiedenen Modellen, verschiedener Messermacher. Und die nennt er einfach SK und dann mit einer Nummer durchnummeriert. Also Sven Kienast Messer von 1 bis irgendwohin. Und das hat der Oliver hier auch übernommen. Dieses Modell hier nennt sich einfach schlicht OW1 und verfügt, wie ihr hier erkennen könnt, über eine Wharncliffe-Klinge aus RWL-34 Stahl mit einer schönen Swetch. Die Klinge ist relativ stark mit 3 mm, aber sehr schön fein geschliffen. Sie verfügt über einen Hohlschliff. Alles per Hand gemacht. Ganz, ganz toll. Bis runter an die Schneidkante. Hier haben wir eine kleine Schleifkerbe. Also wirklich beeindruckend dafür, dass hier alles per Hand gemacht wurde. Und wie ihr hier auch erkennen könnt, ist die Klinge wirklich komplett
frei von irgendwelchen Angaben. Das wird unseren Stefan freuen. Der Oliver hat selbst auf eine Marke verzichtet. Auch gibt es hier keinerlei Angaben zum Stahl, auch nicht versteckt. Das war zunächst meine Vermutung, dass man das vielleicht hier irgendwo auf der Innenseite der Rückenfeder findet oder so. Aber hier ist wirklich nichts richtig schön clean gemacht. Ich mag diese Wharncliffe-Klinge. Es gibt auch noch andere Modelle. Lennys Clip macht der Oliver auch noch mit einer ganz tollen Hechtklinge natürlich. Die hätte mir sicherlich auch gefallen. Aber diese Wharncliffe-Klinge ist durchaus alltagstauglich. Da kommt man also wirklich gut mit zurecht. Schauen wir uns jetzt mal den Griff etwas genauer an. Und das finde ich auch wirklich sehr, sehr beeindruckend. Hier hat der Oliver mit schwarzen Linern gearbeitet und dann mit zwei verschiedenen Micarta-Arten. Einmal hier das rote Micarta und dann hier auf der großen Fläche grünes Micarta. Das Ganze fein umrandet mit einem Messingband, auch Messingpins. Passt natürlich ganz hervorragend zu dem Grün und da kann ich jetzt den Onno auch verstehen, dass er sagt, Klaus, das passt doch perfekt zu deiner Ebel hier vom Grünton. Da hat er natürlich nicht ganz Unrecht. Das trägt sich wirklich sehr schön zusammen und je nach Lichteinfall verändert sich hier nochmal das Grün des Zifferblattes. Von daher passt das also wirklich gut, Onno, da hast du recht gehabt. Aber nun zurück zum Messer. Schauen wir uns hier die Details nochmal etwas näher an. Der Übergang zwischen Rückenfeder und Klingenrücken auch ganz perfekt gemacht. Und achtet mal drauf, das Ganze ist sehr schön flach ausgeführt. Da gibt es keine Überstände. Alles sehr, sehr schön verschliffen. Und auch im Halbstopp, über den dieses Messer verfügt, haben wir hier eine flache Rückenfeder und natürlich auch im geschlossenen Zustand alles flach. So soll es sein, so wünscht man sich es. Und hier ein Blick auf den Klingenstand, perfekt mittig, ganz, ganz toll gemacht. Der Walk and Talk ist auch ordentlich. Ganz, ganz toll. Da muss man jeden Fehler mit der Lupe suchen. Und das Einzige, was mir aufgefallen ist, aber auch wirklich erst auf dem zweiten Blick, weiß nicht, ob ihr es jetzt erkennen könnt. Das wird den Oliver wahrscheinlich auch sehr geärgert haben. Hier gibt es eine ganz, ganz kleine Delle in diesem Messingband. Von der Seite sieht man es kaum. Wenn man von oben schaut und so ging es mir auch. Ich habe das Ganze mir natürlich angeguckt nach dem Auspacken und war da wirklich begeistert. Und diese kleine Delle, die habe ich dann wirklich erst Stunden später gesehen, als ich da mal von oben drauf geguckt habe. Und auch der Onno hat mich gefragt, ob sie mir überhaupt aufgefallen ist, diese Delle. Denn ansonsten gibt es bei diesem Messer hier nichts zu meckern. Und auch die technischen Daten kommen mir sehr entgegen. Ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet. Ich stehe ja eher so auf kompaktere Taschenmesser. Wir haben hier eine Gesamtlänge von gerade mal 16 Zentimetern. Die Klinge hat ungefähr 6,6 Zentimeter. Die Stärke mit 3 Millimetern hatte ich ja schon erwähnt und den Stahl mit RWL 34 ebenso. Der Griff hat ungefähr 9,5 Zentimeter. Ist für mich damit richtig perfekt geformt für meine Handschuhgröße 9. Das Messer liegt wirklich satt in der Hand. Das ist natürlich auch dem Volumen des Griffes geschuldet. Da hat man wirklich was in der Hand und da macht auch das Schnitzen Spaß. Da bekommt man keine Druckstellen. Das ist wirklich toll. Also für jemanden, der in etwa die Handschuhgröße hat, die ich auch habe oder die Handgröße hat. Ich sag mal so von 8 bis 10 sollte dieses Messer hier perfekt in der Hand liegen. Dann kommt noch das
relativ geringe Gewicht von gerade mal 72 Gramm dazu. Das heißt, auch in der Tasche fällt dieses Messer eigentlich kaum ins Gewicht. Da kann ich nur meinen Hut ziehen vor dem Oliver, dass er so schöne Messer hinbekommt. Und ich werde unten mal seine Seite im angepinnten Kommentar verlinken und auch die Seite zu Svens Messerdepot. Da könnt ihr euch nochmal die verschiedenen Modelle anschauen, die der Oliver bisher gebaut hat. Eins schöner als das andere. Also wirklich sehr, sehr gut gemacht. Jetzt stellt sich natürlich für mich die Frage, ist es wirklich das perfekte Messer zu meiner Ebel? Ist es das, auf das ich gewartet habe? Muss ich jetzt auch schauen, dass ich mir dieses Messer bei Sven oder beim Oliver nochmal besorge? Tja, da weiß ich nicht so richtig. Auch wenn das Messer wirklich ja, nahezu perfekt ist und mir auch richtig Spaß macht. Für den Alltag wäre es nicht das Messer, das ich in der Tasche haben möchte, zumal der Griff dazu führt, dass ich das Messer leider nicht in der zusätzlichen schmalen Tasche meiner Joker-Jeans einstecken kann. Der Griff hat leider etwas zu viel Volumen dafür und ich muss es wieder stressen. Auch wenn es einem anderen deutschen YouTuber, der hauptsächlich englischsprachige Videos über französische Messer macht, etwas auf die Nerven geht. Auch hier haben wir wieder eine frei im Wind stehende Klauskante. Wenn ich also mal irgendwann auf den Oliver zukommen sollte, um ihn zu bitten, ein Messer für mich zu bauen, dann müsste es auf alle Fälle einen Griff haben, der diese Kante verdeckt. Wenn ich das anhand der Bilder richtig gesehen habe, sind da bei den Lennys Clips zum Beispiel ein paar Messer dabei, wo die Kante wirklich nur noch minimal zu sehen ist. Das passt also ganz gut. Und ja, bei mir müsste dann der Griff, obwohl er eben perfekt in der Hand liegt, trotzdem noch ein bisschen an Volumen verlieren, damit ich das Messer auch wirklich tagtäglich mitnehmen kann. Ansonsten, ich muss mich da wiederholen, ein sehr, sehr schönes Taschenmesser. Und für jemanden, der ein Messer sucht mit einer perfekten Handlage, der ist hier bei dem OW1 von Oliver Weber sicherlich sehr, sehr gut aufgehoben. Schreibt mir doch mal, wenn ihr auf seiner Seite gewesen seid oder beim Sven im Shop geguckt habt, welches Modell euch am besten gefällt. Seid ihr ein Fan von den Lennys Clip Modellen oder von den OW1 Messern hier? Das wäre vielleicht auch für den Oliver ganz gut zu wissen, welche Modelle bei euch am besten ankommen. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es bei mir heißt, Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss.